Auf der Höhe liegt jetzt das Futter, das habe ich ein bisschen breit gelegt. Und ich habe einen Schirm gefangen. Nee, das machen wir nicht hier. Nee. Nein, das könnt ihr nicht machen. Moin. Komm rein. Na? Der will zu euch. Willst du mal gucken? Hi, moin. Na, du bist ja hier, das ist doch Wetter, da geht kein Hund vor die Tür eigentlich, oder? Aber wir beide schon, ne? Du kommst ins Fernsehen. Das bedeutet ja, ich darf ins Fernsehen. Ja. Ja, so ist das hier in Nordfriesland, ne? Da hat man immer auch mal einen Schnack. So, wir wollen hier heute Karpfen angeln. Ich möchte hier ein bisschen so mit Puse und Futterspirale rumangeln. Kartoffeln, Mais. Ich glaube, das Modernste könnte werden mein Rotpot. Ja, aber Angelschule, wie kann ich einen Fisch fangen? Und so kann man einen Fisch fangen. Und ich habe hier absichtlich auch wieder meine Lieblingsruder ausgegraben. Und die Hybrid, ne? Da kann ich hier lange erzählen, hier keine Werbemaßnahme, die könnt ihr nicht mehr kaufen. Aber diese Route ist so geil, da kann man so viel mitmachen. Werbung, das war Brötchen für der Taxi. So, und ich habe meinen Freund Kudi heute mit, ne? Und das ist so ein richtiger Karpfenverrückter, ne? Das ist ja wie Wacken, ne? So genau. Festivalmäßig, Camping. Einmal rauswerfen, ja. Und hinsetzen. Ja, genau, das ist ja nicht so meins. Ich versuche mich ja mal da mal mitzunehmen, aber nach 5 Minuten wird auch unruhig. Ja, fange ich an zu laufen, das halte ich nicht aus. Ja. Und Kudi, der wird versuchen, mal so das Bollyangeln so einfach wie möglich rüberzubringen. Und jetzt lasst ihr mich hier mal machen. Ne? Ich mache mir mal Schnur da drauf, damit ich auch eine Angel da ins Wasser kriege. Ich bin schon fertig. Ja, weiß ich, das ist es ja halt. Ne? Ja, Bus auf, 3 Ruten, Bollys vom letzten Mal noch drauf. Nee. Das machst nur du. Oh. Mein Plan ist heute, 2 Ruten mitten im See zu platzieren auf ca. 70 Meter. Das habe ich mir gerade eben abgelenkt. Das zeige ich euch nochmal, wie man den Punkt ganz genau wiederfindet. Und natürlich muss eine Rute hier zum Seerosenfeld, in der Hoffnung, dass da auch ein Karpfen zu fangen ist. Ich bin mal gespannt, ob der Spezialist mit seiner Maiskette heute die Nase vorn hat oder vielleicht sogar der Boilie. Aber darum geht es ja gar nicht. Wir wollen heute einen Karpfen fangen. Und wer den fängt, ist eigentlich völlig schnurz. Das ist echt ein Crack. Nächste Woche fährt er nach Frankreich da und wohnt da eine Woche in seinem Zelt und Auto und dann auf dicke Karpfen. Aber man kann ja Karpfenangeln auch recht einfach gestalten. Und ja, man kann alles perfektionieren. Da kommen wir immer noch hin. Ich habe so viele Ideen, was wir nachher noch machen können. So, ich habe hier eine Geflechtschnur drauf gemacht, weil die wollte ich auf die Rollen eh drauf haben. Weil damit gehe ich dann ja auch auf viele Fischarten angeln. Jetzt habe ich hier, das ist wieder mein Mittelstürmer, gelbe Schnur. Die anderen beiden bekommen gleich rote. Futterspirale, Gummiperle, Wirbel. Da kommt das Vorfach rein. Und jetzt mache ich hier unten einfach nochmal so ein Stück. Irgendwie mal befestigen auf der Kameratasche. Ein bisschen dunkel. Kennt ihr ja schon den Edding-Trick hier. Hält gut. Weil hier wird schon viel geangelt. Und man bildet sich ja ein, man muss das dann verstecken, damit die das nicht so sehen. So, hier habe ich Vorfachhaken. Das ist lange her, dass ich aus dem Auto geangelt habe hier. Nee, nicht halt, nicht filmen. No, nein.
Vorfachhaken. Karpfen, ja, können wir hier rechnen, glaube ich, so mit Fischen so um die 5 Kilo. Vielleicht auch mal ein bisschen größer. Weiche Rute, Vorteil. Ich kann das Vorfach dann auch ein bisschen feiner angeln. Obwohl, das kann ruhig ein 30er sein, aber ich habe jetzt hier, ich habe hier jetzt Hakengröße 4 fertig. Mache ich mal auf die eine hier drauf. Weil ich finde das ja auch geil, wenn dabei dann mal ein Brassen beißt. Hakenwicklung hier immer überprüfen, ne? Und den Knoten auch. Wenn ihr das überprüft habt und da geht eine Hose, müsst ihr die Schuld bei jemand anderem suchen. Falls es in die Hose geht, so, da klinge ich das Ding jetzt rein. Und jetzt habe ich hier schon mal eine Angel fertig. Und ich will auch gleich mal zusehen, dass ich eine Angel ins Wasser bekomme. Weil da kommt so ein bisschen Nervosität auf. Weil ich muss angeln. Ja, hier Wettervorhersage, ne? Nur mal dazu. Seit 14 Tagen wird angesagt, am Donnerstag ist es trocken. Alle anderen Tage soll es regnen. Was ist passiert? Alle Tage trocken, Donnerstag regnet das. Ist klar, ne? Ist immer so. Erstmal muss ich hier meinen Pott aufbauen, weil das kann ich da gut hinbauen. Ist schon hilfreich, muss man nicht, kann man auch Rutenständer reinkicken, aber das ist echt schnell aufgebaut, zack, dann können wir das hier noch ein bisschen auseinanderziehen, gucken, wie das hier gleich passt, das ist gut, guck mal, kann ich die Dinger hier einmal drehen und fertig ist meine Vorrichtung. Olli, du stehst auf meiner Angel, kannst du mal von runter gehen? Sorry. Nee, die kann das ab. Echt. Und der Einzige, der draufstehen darf, bist du. So, fantastisch. Das ist meine Lotangel. Da habe ich aber eine Made drauf gemacht. Ne? Mit der bin ich noch gar nicht so weit, aber der fühlt sich nach dem Brassen an hier. Was ein Stress in der Aufbauphase, alles durcheinander. Aber ich habe einen Fisch gefangen. So, das ist eigentlich meine Markierungsangel. Aber die Markierungsangel, danke Brassen, wir wissen ja nicht, was noch kommt. Habe ich als Kind schon immer Ärger von meiner Mama bekommen, weil die Hosen nach dem Angeln konnte man so in die Ecke stellen. Ich bin ja immer noch am Schnurbespulen. Ich bin ja noch gar nicht so weit, so richtig. So, ein bisschen Futter haben wir da schon drin. Meine Markierung ist jetzt diese Pose. Hier gibt es einen Schnurclip. Da ist sie drin. Weil ich möchte ja gern den gleichen Punkt wiederfinden. Und die lege ich jetzt mal hier ab. Jetzt habe ich hier meine Pose. Auf der Höhe liegt jetzt das Futter. Das habe ich ein bisschen breit gelegt. Und ich habe einen Schirm gefangen. Nee, das machen wir nicht hier. Nee. Nein, das könnt ihr nicht machen. Da hängt jetzt der 8. Angelhaken drin. Ich komme hier voll in Stress. Oh, das ist noch gut. Da steht er auch ein bisschen ungünstig. Wo ist denn meine Pose? So, die drehe ich jetzt einmal auf Kipp. Da ist sie. Auf der Höhe liegt das Futter. Da lege ich die jetzt genau daneben. Mache den Bügel jetzt ganz kurz mal zu, hole einen Edding. So, und jetzt mache ich hier nur einen ganz kleinen schwarzen Strich drauf im Edding. Damit ich weiß, wo mein Futterpunkt ist und den auch wieder genau anwerfen kann. So, jetzt habe ich hier Maiskette drauf.
Hier habe ich so ein schönes Madenbündel drauf. Und die dritte, ich glaube, die knacke ich dann mal mit der Kartoffel raus. Dann wollen wir auch wirklich mal die Waffen nehmen, ja, die man so für den Karpfen benutzen kann. Ja, ich werde stressig gerade. Wenn das mal ein gutes Zeichen ist, wenn das in der Anfangsphase schon so läuft. Und die sagen alle, hier gibt es keine Brassen. Ich bezweifle das. Ich habe doch gesagt, heute ist viel Wetter. Ich fange schon beim Aufbauen mal. Ich werde jetzt erstmal, damit der Zwille ein bisschen Mais rausschießen. Ich hatte vorhin ja schon ein bisschen Futter reingelegt. Aber die Brassen, die haben das vielleicht schon da weggewühlt. So. Aber ich kann auch gleich drei, vier Kartoffeln noch mal reinwerfen, wenn ich das Glas dann aufbekomme. So, Kartoffel, ich bin so mit Kartoffel, Karpfenangeln bin ich ja groß geworden. Ne? So, die Flüssigkeit, die riecht ja lecker, die bewahre ich schon mal ein bisschen auf. Die kippe ich hier mal rein, weil, und auch die Flüssigkeit Mais kippe ich da rein. Kriegen wir noch ein bisschen schön Aroma mit in die Geschichte. Ja, wenn wir dabei sind, dann haben wir wieder das Problem mit diesen Tüten, die man nicht aufbekommt. Ne? Das ist nicht zum Nachahmen empfohlen, dabei kann man sich richtig verletzen. Aber in so einem Angelauto findet man ja auch mal was. So, da kippe ich da schon mal drauf. Normal macht man Futter andersrum, ne? Erstmal Futter in den Eimer und dann Flüssigkeit. Aber das hier muss jetzt noch ein bisschen richtig schön durchziehen. Helfe ich schon mal. So, das kann schon mal ein bisschen ziehen. Genau, und so baut sich die Katastrophe auf hier. Das ist mein Problem. Angelschule. Und jetzt, ne, das machen wir gleich. Erstmal muss da was rein. Pose ist ja meine Markierung jetzt, wo ich angel. Und ich will das jetzt auch nicht übertreiben, weil ich möchte auch, dass die Fische meinen Köder finden. Und ich glaube, das reicht. Mehr will ich nicht. Und viel Futter ist nicht unbedingt viele Fische. Weil wenn da nur ein Karpfen auf den Punkt kommt, dann wollen wir den ja auch fangen. So. So, jetzt kommt da ein bisschen Mais rein. Jetzt kommen da auch ein paar Kartoffeln mit rein. Die zerquetsche ich hier jetzt richtig schön. Oh, das riecht lecker. Gut. So, und davon werde ich jetzt per Hand auch noch mal ein bisschen was nachlegen. Kriegen wir hier noch ein paar Kartoffeln, die werfe ich da auch noch mit rein. Und wie gesagt, weniger ist mehr. Habe das hier ein bisschen großflächiger angelegt, muss ich, ne? Drei Ruten. Und ich werfe das Futter jetzt absichtlich so, dass es ein bisschen streut.
damit die dann auch was zu suchen haben. Und Kudi hat da ja noch eine vom Seerosenfeld, ne? Genau auf der Ecke. Da ledern wir auch noch mal mit hin, damit Kudi auch was fängt. Ey, lass das. Behalte einen krassen Kram da drüben. Bitte? Ich will keinen Brassen fangen. Da kriegst du noch einer, pass mal auf. Genau da auf der Ecke. Ja, liegt gut. Liegt gut, ne? Das freuen. Nicht, dass ihr meint, ich kann kein Futter werfen. Pulsmontage, ganz einfach. Da muss ich noch ein Blei drunter klemmen. Ja, Wackler, 8 Gramm, da habe ich 6 Gramm Blei drauf, Wirbel. Ich habe hier keine Gummipelle dazwischen, das sind die Bleie mit dem Kunststoffindex. Da kann nichts passieren. Ja, und dann Hakengröße 4, also 30er Vorfach jetzt und ein paar Maiskörner drauf. So, diese Angel, die ist jetzt wichtig. So, weil da ist sie geklippt und auf der Höhe liegt mein Futter. Jetzt nehme ich die Schnur hier auch aus dem Clip und markiere das noch einmal mit dem Edding. Den muss ich wiederholen und dann weiß ich genau, wenn ich auswerfe, alle Ruten liegen im Futter. Also nicht so ein Wildwestangeln da, Futter und da, so wie Kurt das macht, ne? Der füttert dann da vom Seerosenfeld und dann da auf 70 Meter. Na, der weiß schon, was er da macht. Er hat sich einen Plan gemacht. So, und so, und ich mache hier nur so eine ganz kleine Markierung. Weil so mit, ja, im Laufe der Zeit werden die Markierungen irgendwie immer mehr. So, und jetzt mache ich das so, wenn ich die Angel jetzt raushole, ne? Weil ich will auch genau werfen, gleich mit dem Futter. Jetzt klippe ich die einmal. Nehme sie raus. So. Und jetzt werfe ich die aus. Bam, bis in den Clip. Und jetzt nehme ich sie wieder raus. Wenn ihr das so macht, seid ihr immer genau am Punkt. Schnur ist frei, Bremse habe ich ein bisschen lose eingestellt, weil es wäre geil, wenn wir die Bremse noch mal hören. Und jetzt kann das laufen. War ein Bild. Der Pose war ein Bild. Hat ihn losgelassen, war? Nee, da ist er. Meine Rute klemmt. Brassen wie zu alten Zeiten hier. Früher 20er Haken und jetzt Hakengröße 2 und 40 Maden drauf und 30er Vorfach geht auch. Mann, gut, das gibt Brassen, dann beißt auf jeden Fall mal was. Ja, danke Brassen, finde ich ja gut. So, dann muss ich einmal hier wieder dieses Netz hier. Das drehe ich mal um, ne? Wird aber beim nächsten Brassen ein bisschen gewachsen hier, der Köcher. So, jetzt habe ich hier Pfeifenreiniger, ne? Geht echt geil. Pfeifenreiniger, da kann man so ein Blei draufdrucken, kann man die Gewichte auch verwechseln. Zack, rein und den Schnurbogen bin ich los. Das gleicht jetzt meinen Pfeifenreiniger aus. Mann, so sollte man auch nicht zwischen den Angeln rumrennen. Na, Schäffler? Na, oben. Läuft wie Sau. Hast du auch schon ein paar Brassen? Ne, ich habe noch gar nichts. Aber du hast hier anscheinend Weihnachten, oder was ist hier ja, los? Ja, ich habe Weihnachten. Ich habe eine Jacke geschenkt bekommen. Und ich werde ja immer wieder gefragt, ja, so Browning an, Black Cat Pullover an
und ich denke, ihr macht Zepgu und der Ziel ist hoch. Die Mama, die müssen wir nicht hier ganz groß rüberstehen, ist Zepgu. Und dann kommt Quantum, Browning, Radical, Reno, Black Cat, Magic Trout. Und ich glaube, damit ist er noch nicht zu Ende. Da wird bestimmt auch noch ein bisschen mehr kommen. Und zieh ich mal an. Jetzt, Mann, freue ich mich über diese Jacke. Die nächsten 20 Jahre nach einer Ente. Die nächsten 20 Jahre bin ich trocken. Da freue ich mich drüber. Danke an die Sponsoren dieser Jacke. Maßgeschneidert. Ärmel und nicht geil. Jo, genau. Wir wollen mal erklären, diese Boilie-Nummer. Ne? Ich erlebe das immer wieder und das ist ja auch nie ein Vorwurf an die Angler. Die kommen rein, die kaufen sich eine Tüte Boilies. Hm. Und denken, die können den Boilie mal so auf den Haken stecken. Das wird nichts. Aber das kann man ja auch nicht wissen, wenn man es nicht erklärt bekommt. Nee, der Boilie ist ja auch viel zu hart, um auf dem Haken letztendlich direkt angeködert zu werden. Das wird nichts. Genau, und wenn, kommt der Haken nicht durch. Hakenspitze muss rausgucken und so. Genau. So, und das wollen wir jetzt mal zeigen und euch mal erklären, ja, wie ihr einen Boilie richtig einsetzt. Das System ist eigentlich total einfach, wenn man es dann mal einfach erklärt bekommt. Und das machen wir jetzt. Ja, also der Hakenschenkel letztendlich sollte den Durchmesser haben wie der Boilie, damit das ein stimmiges Verhältnis ist zum Köder und der Karpfen letztendlich den Köder überhaupt aufnehmen kann. Ich habe hier jetzt einen Curve-Schenk genommen, in 4er Größe, passt zum 20 mm Boilie eigentlich immer. So. Was heißt Curve-Schenk? Der Curve-Schenk ist im Grunde genommen nur die Form des Hakens. Wir haben das heißt jetzt die Kurve beschrieben. Genau. Quasi irgendwie. Richtig. Weil genau das ist ja so dieses Ding, so dieses Fachenglische, ja, und so. Wenn man damit anfangen will, da denkt man immer, was wollen die alle von mir? Mhm. Also ich bevorzuge immer Karpfenhaken, die schon im Grunde genommen diese Biegung nach innen etwas vorgegeben haben. Warum, zeige ich gleich nochmal. Weil diese Biegung werde ich noch mal ein bisschen forcieren durch ein ganz kleines Stück Schrumpfschlauch, damit der Hakeffekt noch besser funktionieren kann. Ausgangsbasis ist dann erstmal ein bisschen Vorfachmaterial. Das ist ein ummanteltes Vorfachmaterial. Für Anfänger würde ich auch immer ummanteltes, steifes Material empfehlen. Ganz einfach aus dem Grund, das tüttelt nicht so einfach, wenn ich weite Würfe mache. So. Um den Köder an das Vorfach zu bringen, nehmen wir von dieser Ummantelung erstmal ein gewisses Stück ab. Ich mache das immer ziemlich großzügig, so circa 15 cm. Das geht manchmal ein bisschen schwierig. Vorteil ist immer, wenn man Fingernägel hat. Genau, also hier ist noch die Ummantelung drauf. Diese letzten 15 cm, da habe ich die Ummantelung jetzt runtergenommen. Karpfenvorfächer binden wir ja in der Regel sehr, sehr kurz. In der Regel reichen, ich sag mal, grobe Richtung 20 cm am Ende sollten reichen. Für die gesamte Montage mache ich dann erstmal ein Stück von circa 30 ab. Dann können wir das nochmal anpassen. So, am Ende des Vorfachs, wo ich die Ummantelung abgemacht habe, habe ich jetzt ein kleines Öhr gebunden. Das wird der spätere Aufnahmepunkt für unseren Köder, beziehungsweise nicht später, sondern jetzt sofort, weil ich binde die Vorfächer stets mit Köder, um auch den Abstand zum Haken gleich einstellen zu können. So, dann kommt der gewünschte Köder erstmal aufs Vorfach. Dann brauchen wir ein Stück, um den Köder zu stoppen. Dann nehmen wir ein Stück Boilie-Stopper. Das ist immer alles ein bisschen fummelig, aber wenn man das öfter gemacht hat, dann nachher geht das auch im Schlaf. So, jetzt haben wir den Köder schon mal fest auf unserem Vorfach montiert, mit dem Boilie-Stopper fixiert. Und jetzt kommt der Haken als nächstes. Ganz wichtig bei dieser
Montage ist letztendlich, dass die Schnur, die Vorfachschnur, immer von außen nach innen in den Haken eingeführt wird, weil wir dadurch den Hakeffekt forcieren. So, ich lege die Schnur jetzt parallel zum Hakenschenkel und der Abstand, ich sage immer so ungefähr Richtwert, ja, halber Zentimeter bis maximal ein Zentimeter, damit der Köder hier noch frei arbeiten kann und der Karpfen den Köder ungehindert aufsaugen kann. So, der nächste Schritt ist, unsere Karpfenhaken haben ja an einer Seite ein offenes Öhr, beziehungsweise das Öhr ist an einer Seite offen und ich fange mit der Wicklung immer zur geschlossenen Seite an, damit mir die Schnur nicht durch den kleinen Schlitz entgleiten kann. So, dann wickle ich das Stück, was ich von der Ummantelung gelöst habe, um den Hakenschenkel, so ungefähr 7-8 Mal. Fixiere das mit Daumen und Zeigefinger. Und dann gehe ich mit dem anderen Ende durch das Öhr. Auch wieder von hinten. Auch wieder von hinten, ganz okay. Wichtig, um den Hakeffekt zu forcieren. Und das Ganze hat jetzt den Vorteil, es ist kein Knoten in dieser Montage. Und ich ziehe das jetzt stramm. Und damit kann ich im Grunde genommen schon richtig was ziehen. Da passiert gar nichts. Und ich verliere dadurch keinerlei Tragkraft im Vorfach. Im Grunde genommen ist das Vorfach jetzt schon fast fertig. Jetzt könnte man das schon ranhängen. Aber ich mache da immer noch so 2-3 kleine Finessen rein, um diesen Hakeffekt zu forcieren. Dazu kommen wir jetzt. Dann nehmen wir ein Stück. Macht er gut, ne? Stück Schrumpfschlauch, ungefähr ja, 0,5 Zentimeter. Das schieben wir erstmal mit aufs Vorfach. Da brauchen wir uns erstmal noch nicht wieder drum kümmern. Und dann nehmen wir noch ein Stück Schrumpfschlauch, was etwas länger ist. Das schieben wir auch mit aufs Vorfach. Da kümmern wir uns auch erstmal noch gar nicht drum. Und jetzt kommen wir in den Bereich, wo wir sagen, okay, wie lang will ich mein Vorfach haben? Jetzt war ein bisschen viel abgeschnitten, das kürze ich nochmal um 5 cm. So, dann brauchen wir einen Wirbel. Da haben wir Wirbel. Holst du mir mal einen Wirbel da raus? Klar. Endlich habe ich mal nicht die Verantwortung. Danke. So, das sind jetzt normale Karpfenwirbel, haben nur diese zwei Aufnahmepunkte. Die neuen Karpfenwirbel haben noch diesen Führungsring. Das ist letztendlich, damit das Vorfach in alle Richtungen vom Karpfen ungehindert aufgenommen werden kann. Weil der Karpfen geht ja beim Fressvorgang mit dem Kopf runter, kommt wieder hoch und dadurch auch das kurze Vorfach, damit der Hakeffekt in der Unterlippe erfolgen kann. So, in diesem Führungsring knoten wir mal unser Vorfach an. Den Knoten kennen alle. Wie oft hast du den schon gezeigt? Ja, einmal rum, ne? Ja, zehnmal ja, rum. Dann läuft das Ding. Ja, meine Angelschüler, die kann das alle. Die so, einmal durch. Ich mache das ja immer noch so. Ich weiß, dass Jörg das nicht macht. Ich mache ihn ja immer noch einmal wieder dann durch die große Öffnung zurück. Bisschen Spucke rauf. Und jetzt ist ein wichtiger Moment, wenn man dieses Vorfach bindet. Wenn ich den jetzt ruckartig zusammenziehe, dann löse ich die Ummantelung von diesem Vorfachmaterial. Und das möchte ich ja nicht. Ich möchte ja, dass das Vorfach steif bleibt. Also schiebe ich das erstmal nach dem ich das ein bisschen angefeuchtet habe, mit Spucke oder was auch immer, alles erstmal ein bisschen zusammen. Und wenn der Knoten schon ziemlich zusammen ist, dann fange ich an und ziehe ihn stramm. Dadurch bleibt die Ummantelung hier unbeschädigt. Jetzt habe ich hier so einen Nupsi, der ein bisschen übersteht.
Das will ich auch so haben, weil den lege ich jetzt um. Und da schiebe ich dann das gerade eben raufgeführte Stück Schrumpfschlauch rüber. Das hält das Ganze nochmal. Diesen Schrumpfschlauch, den wollen wir gleich mal schrumpfen lassen. Ich habe hier meinen Topf, der hat schon viele, viele Würstchen gekocht, aber jetzt in diesem Moment soll er uns halt einfach nur mal ein bisschen heißes Wasser liefern, um den Schrumpfschlauch schrumpfen zu lassen. Tut nur ganz, ganz wenig rein, umso schneller geht das. Man braucht nicht viel Wasser dafür, eigentlich reicht auch Wasserdampf über dem Kessel oder so. So, bevor ihr das jetzt schrumpfen lasst, müsst ihr die Position des Schlauchs nochmal wirklich kontrollieren, weil in dem Moment, wo das da jetzt reinkommt, zieht sich das sofort zusammen und würde ja unter Umständen bedeuten, dass ihr das Vorfach nochmal binden müsst. Jetzt koch Kuri immer Boili. So. Die sollen das ja gut haben. Ich habe den einmal kurz eingetaucht und eine ganz kurze Zeit, nachdem man den wieder rausholt, ist dieser Schrumpfschlauch noch flexibel. Und ich ziehe das dann einmal nach innen, um letztendlich den Hakeffekt wiederherzustellen oder noch zu verstärken. Das ist der Hintergrund von diesem Stück Schrumpfschlauch. So, und oben hat es halt nur die Bewandtnis, Verhedderung zu vermeiden. Auch das schrumpfen wir einmal. Und fertig ist das Karpfenrig. Und das ist die ganze Herrlichkeit. Und das ist ein einfaches Rig, aber ein sehr fängiges Rig. Und ich angel im Grunde genommen nie etwas anderes, weil einfach fängt immer. Und wenn die Karpfen fressen wollen, den Karpfen interessiert das nicht, welches Rig dort unten präsentiert wird. Das schenke ich dir. Danke, kann ich da auch, das hänge ich gleich mal da unter die Puse. Hier war das Würstchenwasser? Das war das Wasser, wo wir heute Morgen die Würstchen mit warm gemacht haben. Ja, ich hole mal meinen Becher, können wir da nicht noch einen Kaffee von kochen? Nee, ich mache den richtigen Kaffee. Da können wir keinen Kaffee von kochen, definitiv nicht. Nur so hilft es ja nicht, ne? Wir müssen das ja noch irgendwo anbinden. So, jetzt haben wir hier ein Inlineblei. Ich nehme das hier nochmal raus. Vier Unzen, schon ein bisschen Gewicht. Ja, 113 Gramm. Ja, so was weiß ein Karpfenangler aus dem Kopf. Nee, steht das drauf. Mann, jetzt wollte ich ihn loben hier und dann kommt da so einer bei raus, brauche ich mal meine Kiste. So, pass auf. Hängt. Ja, hakt immer. Hakt immer. Hakt immer. Ist ja auch Selbsthakmethode. So, hier geblieben. So, den tüdeln wir mal da durch hier. Volltreffer mit ohne Brille. Brauchen wir ein bisschen mehr Schnur. Also, das hier ist die Schlagschnur, ne? Genau. Weil da binden wir immer noch ein dickes davor. So, jetzt kommt hier unser Knoten hier. Tarn mal rum und fertig ist das. Da und durchdecken. Und Vorfach, Mann, ist das schön weich. Richtig schön weich, ne? Mhm. Immer langsam ziehen. Nie Gas geben dabei, denn hat sieht das nachher erstmal nicht mehr so schön aus und verliert auch Tragkraft. So, best chance. So, jetzt kommen die Feinheiten. Kuri meint, das schneiden wir ab, wird nicht eingeschrumpft. Was eine schöne Zange, die ich dir da mal geschenkt habe, ne? So, und jetzt ziehen wir den Wirbel ins Blei fest. Noch ein Stück weiter rein, ganz rein. Willst du das ganz rein haben? Ja, der große Ring bleibt draußen. Ja, aber beim Wurf, glaube ich, ist er eh drin. Aber das ist gut. So. So liegt das da nachher am Grund. So, jetzt stellt ihr euch das mal so vor. Eigentlich brauche ich noch drei Maiskörner. Ach, die Lücke. Das wäre Perfektion. Ich baue jetzt mal Futterteppich. So liegt das da jetzt am Grund irgendwie rum. Schon fiese Nummer, ne?
Und jetzt kommt da der Karpfen und dann fängt er an, die Wollis da wegzunehmen. Und die sind so richtig lecker. Und dann nimmt er wieder ein. Und der kommt so angeschwommen, saugt den so auf. Dann stellt er sich hin. Dann merkt er, das geht nicht weiter, will das Ding wieder loswerden. Und in dem Augenblick ist der Haken drin. Und wenn er dann Gas gibt durch das Gewicht und weil dann auch noch die Bremse eingestellt ist, ist er noch quer hier hinten, hakt er sich selbst. Einfach, einfach. Los, komm, ich will die Bremse hören. Der hat sich aber gehakt. Der hat sich gehakt. Auch kein Karpfen, aber er hat sich gehakt. Oh, die Bremse auch mal wieder einstellen. Ne? So, Tüdel vermeiden. Dieser Käfer, ne? Den haben wir uns geliehen aus dem Musterzimmer. Den lasse ich noch leicht trocknen und dann geht er da, stellt Olli ihn am Morgen wieder rein. Dann ist das nicht nur ein Musterzimmer, sondern das riecht auch nach Fisch. Das sieht ja nicht nur noch so aus. Hier ist auch ein Biss. Hier, Kudi, Straßenangeln macht Lust. Aber das ist ein guter Brassen. So, mache ich mal den Trick hier. Brauche ich das nicht umbauen. Der Mittelstürmer muss ja auch eigentlich richtig liegen. Der war die ganze Zeit falsch und fahre ich nochmal dahin. Ne? Und ja, wir haben euch das Karpfenangeln versucht zu zeigen und so die Brassen, ne, das ist ja auch irgendwie so der Karpfen für den, oh, war da in der Mitte auch wieder was los, das ist ja so der, ja, ein Fisch, den man fängt und den man auch nicht so verachten sollte, was wäre das Angeln ohne Brassen langweilig, finde ich. Und stellt euch mal vor, wir hatten gar nichts gefangen. Hier, die nehmen hier heute aber alle Köder und danke dafür, Brassen. Wir machen weiter, ne? Unser Ziel ist Fisch und wir werden auch noch einen Augenblick angeln und vielleicht beißt dabei ja auch noch einen Karpfen. Ich habe Hoffnung. Bye.